Einen wunderschönen guten Morgen in Subsistence Folge 2 bei unserer halben komischen kleinen Base. Immerhin, wir haben den Standort und in der letzten Folge bereits die Location gewählt. Wo wir versuchen werden zu überleben. Ich habe jetzt die Nacht hier verbracht, das habt ihr ja letztens gesehen. Mehr habe ich nicht getan, ich habe es aber gerade gesehen mit Schrecken. Ich muss langsam ein bisschen gucken wegen Fleisch. Und habe mir noch überlegt, ob wir, wenn wir es schaffen, eigentlich wollte ich ein Fundament bauen, dass wir vielleicht eine Angelroute craften können. Dann hätten wir schon ziemlich... Wären wir ziemlich auf der sicheren Seite, ich muss so sagen. Dann könnten wir nämlich Fische angeln, gleich hier bei der Base. Wasser haben wir zu Genüge, dass wir abkochen können. Oh, hätte ich jetzt noch Wasser trinken? Nee, das ist okay. Das habe ich nämlich auf dem Feuer, glaube ich, noch. Weil nachts lohnt sich das nicht, da groß was aufzunehmen. Ich sehe nichts und ihr seht nichts und es ist einfach nur... Oh, einfach nur gefährlich. Tschüss. Die geht ins Wasser? Okay. Schwimm du schön. Pfeil und Bogen möchte ich craften. Und ich habe ja in der ersten Folge noch gesagt, eben wegen angezockt und dass ich nicht genau mich eigentlich informiert habe, was in den letzten Wochen, sprich vielleicht sogar Monaten, ist echt schon lange her, wo ich Subsistence gespielt habe, sich getan habe. Ich habe es so ein bisschen gespoilert und es hat sich echt viel getan. Ich habe gesehen, dass sich gerade die Jäger extremst verbessert haben, dass die sehr, sehr eigenständig bereits agieren hier auf der Map, sehr große Basen bauen, die mehrere Stockwerke beinhalten können. Also ich habe mir hier wahrscheinlich was echt Übles angetan und bin enorm froh, dass ich auf der Stufe leicht spiele. Aber so ist die Gefahr ein bisschen weniger groß, eben dass wir sterben. Die Tiere jagen uns in diesem Modus weniger lang. Und ich möchte ja mit euch zusammen jetzt mal so ein bisschen gucken, was sich hier getan hat. Wir müssen so gut schauen. Wow, Bärchi! Braucht das. Oh, da wäre noch eine Kiste. Da ist auch eine Kiste. Kommt der? Ja, der kommt. Scheiße. Damit wir einfach auch so uns ein bisschen mehr auf den Basebau konzentrieren können. Und nicht alle 15 Minuten sterben. Der kommt immer noch. Eigentlich wollte ich zur Kiste da hinten. Ich laufe im Kreis, Mensch. Aber jetzt erstmal geht's ans Ressourcensammeln, damit wir dann was Anständiges craften können. Vor allem Dingen. Eben, ich glaube, die Angelroute wäre gar nicht mal so schlecht. Da hätten wir schon ein riesen Stück zum Survival geschafft. Und müssen uns da nicht so extrem aufs Jagen konzentrieren. Gab es ja zu Beginn nicht, das Angeln. Und da war es echt oft sauschwierig, ein Tier zu töten, um hier an Essen zu kommen. Und ich habe das einmal gemacht, da kam der Patch gerade raus. Ich glaube, da habe ich sogar auch was aufgenommen, als das mit dem Angeln kam. Aber ich muss auch wieder schauen, wie das genau funktioniert. Ich weiß noch, dass wir, ich glaube, 6 Seile benötigen, ja. Um die Angelroute craften zu können. Oh, Kiste. Ja, klar, du musst natürlich jetzt auch darüber. Hau ab. Genau. Tschüss. Mist. Ich muss kurz gucken. Yam, yam, yam. Angelroute. Okay. 6 Seile. Das wird schwierig. Aber da wir jetzt früh unterwegs sind, sollten wir das vielleicht hinbekommen, wenn wir die haben. Ich weiß gar nicht, ob auf der Stufe einfach, so wie ich jetzt spiele, auch mehr Kisten droppt. Was war das? Karottensamen. Okay. Pflanzenbeete. Kistchen! Pflanze! Cool.
ich will schon wieder so viel. Dies und jenes und das und das und das. Aber ich muss jetzt wirklich gucken. Ich merke gerade, dass meine Tastatur im Arsch ist. Oh Mann. Ja, ja, ich weiß, ich habe Hunger. Haben wir irgendwie noch Beeren? Hier. Alle fünf essen. Ah, sehr gut, das hat geholfen. Apfel haben wir noch zur Sicherheit. Da ist noch eine Pflanze. Ups. Ich sehe schon wieder Kiste. Na, es ist gerade verschwunden. Oh Mann. Nein. Ja, ja, hau ab. Dich kann ich noch nicht jagen. Ach, cool, so viele Nägel. Das ist schon mal echt genial. Ich nehme jetzt einfach überall so ein bisschen immer wieder Holz mit. Da benötigen wir so viel. Ich könnte eigentlich kaum noch ein paar Bretter craften unterdessen. Da benötigen wir dann auch viel. So. Wo hat's noch welche? Ah ja, und die Jäger sollen jetzt auch angeln. Und sie... Ah, Bärchen. Sie sollen auch sich extrem weit von ihrer Base entfernen mittlerweile. Vorher war das ja echt so, dass sie die Range von ihrer... Nein! Kleinen Base... ja, also nicht weit. Immer so in der Nähe geblieben sind. Und das... Ah, ich höre was. Immer weg. Und die sollen jetzt wahnsinnig große Strecken zurücklegen und sich von ihrer eigenen Base entfernen. Also bringt es in dem Falle nichts mehr, dass man unter Umständen zum Beispiel den Standort von der eigenen Basis versetzt, wenn die Jäger in der Nähe bauen. Die kommen. Ah! Gott! Hab ich nicht gehört! Geh weg! Hau ab! Mann! Hau doch ab! Komm, 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 komm! Ah, kommt! Ja, ich höre ihn. Oh, nein, 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 nein. Oh, scheiße. Muss ich gerade auch... Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kann ich irgendwie was... Nein, kann ich nicht. Hier, Verband. Nein! Mich auch nicht. Mist. Wie stelle ich denn das her? Oh Mann. Werden wir jetzt sterben? Nicht rennen. Oh Mist. Und wenn ich stehen bleibe, geht das im Atem so zurück? Scheiße. So, aufhören zu bluten, Mann. Ich versuche jetzt in die Nähe der Base wieder zu kommen, bevor ich sterbe, damit ich dann hoffentlich meine Sachen zurückkriege, falls ich jetzt gerade abkotze. Ach, wie blöd. Jetzt hat's aufgehört. Oh, ein Hit und ich bin tot. Aber wie stelle ich denn das her? Fischöl, ja, okay. Mann, 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 Mann.
mache ich jetzt? Versuchen zu überleben und noch Sachen zu sammeln. Oh Mensch, scheiße. Ich weiß gar nicht, regeneriert man das wieder ein bisschen mit der Zeit? Jetzt haben wir 13:90 Uhr. Ich hoffe, 14:95 Uhr, da ist eine Kiste. Vielleicht finde ich, habe ich Glück und finde einen Verband. Vielleicht nicht. Ein Reh. Ich habe ja einen Verband, Mensch. Verbinde dich. Ja, viel bringt's nicht, aber es ist besser als nix. Hab ich gar nicht gesehen. Pflänzchen. Hier entlang ein bisschen. Wie schaut's eigentlich jetzt aus? Können wir noch? Reicht das jetzt? Ja, sollte reichen, ja super. Na los. Craften wir uns die Angelrute. Herstellen. Nice. Nämlich jetzt dann endlich das Essen besorgen können. Pflänzchen? Ja, Essen, Mensch. Muss ich jetzt wirklich zurück? Vielleicht sollte ich auch ein Pflanzenbeet schon dann craften. Zeug und Pflanzen. Ich mache mich auf den Rückweg. Ich glaube, das ist besser, sicherer. Und dann versuchen wir einen Fisch zu fangen. Weil jetzt, ich möchte eigentlich jetzt nicht dem Hungertod erliegen. Wenn wir Glück haben, finden wir auf dem Rückweg noch brauchbare Sachen. Aufpassen, den das dann. Oh, Pflänzchen. Ich da nicht die ganze Stunde. Oh, ein Riesenbär. Hühnchen! Ja, bleib du dort drüben. Aha, einer, ein Wulfi. Ist auch irgendwie eine Pflanze noch hier. Karotten. Karotten? Sicher sehr nahrhaft. Müssen die irgendwie. Vielleicht können wir die braten. Da ist noch eine Pflanze.
Aber wir sind ja jetzt schon, jetzt muss ich gucken, wir sind ja schon am Wasser. Vielleicht können wir hier schon angeln. Ich muss aber auch gucken, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht. Hey. So, jetzt nehme ich die Angelrute. Okay. Und wie mache ich das? Mit F oder wie? Wie angle ich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Fehlt? Ach so. Muss ich da irgendwie was ranmachen? Kann ich das da so hier ranmachen? Nein. Das geht nicht. Ablegen. Essen. Halbieren. Benötigt zum Angeln. Kann für einen kleinen Nagelhelm gegessen werden. Ja, benötigt zum Angeln. Wie mache ich denn das? Muss ich das ablegen? Kann ich das so kombinieren? Nee. Ach so! Ei! Alles klar, ich hab's gesehen. Eine Angelleine. Aha, brauchen wir immer so ein Stück wahrscheinlich, um... Alles klar, hoffe ich. Okay, wir laufen ein bisschen weiter, das geht lange zum Craften. Ah. Oder ist das, muss ich das dicht? Hä? Eine Angelleine. Ich verstehe es nicht. Ich habe das schon mal hinbekommen. Ich weiß das noch. Aber wie? Wenn ich das jetzt dahin mache, das ablegen, ablegen. Hä? Ups, geht nicht. Angelleine. Ich bin echt gerade ein bisschen. Weil da fehlt doch die Schnur, oder nicht? Ah! Nee. Ich weiß nicht, wie es geht. Mann. Ich wollte doch einen Fisch. Ich muss was essen. Eine Karotte. Oh, da hinten ist ein Paket. Da auch. Oh. Kann ich schwimmen? Oh. Oh. Wie habe ich geangelt? Keine Ahnung. Sieht man gerade, wie lange ich nicht mehr gespielt habe. Ja, geh weg. Ja, ich will nur die Kiste, ich will nur die Kiste. Komm, 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 komm. Tschüss. Ja, ja. Adios. Alles gut, ich bin schon weg. Jetzt bin ich mir überlegen, wie habe ich das gemacht? Muss ich jetzt mein eigenes Video angucken gehen? Ja, du kannst hier bleiben, liebes Reh. Mensch, wie habe ich geangelt? Angelleine.
keinen Plan mehr. Wie habe ich geangelt? Was muss ich denn drücken? Ah! What? Seit wann gibt's das? Gott, bist du hässlich, ey. Besser so. Ich möchte dich nicht sehen. Ja, super. Lol, wie habe ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Da muss ich dann gleich mal nachschauen. Das wäre natürlich cool, ein Base hier rausbauen und dann können wir von hier oben angeln, wenn man dann wüsste, wie es geht. Aber ich kann zum Beispiel das Tier das ja auch nicht auswählen. Also irgendwie... Ich kann das nur ablegen. Wieso kann ich denn das nicht kombinieren? Ich weiß nicht. Ich werde mal kurz gucken. Und sowieso schon wieder eine Zeit lang dran, wie das funktioniert. Und hoffe ich, dass wir das in der nächsten Folge von Subsistence machen können. Jedenfalls schön, dass ihr dabei wart. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.